Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Jawohl. Und da hier ist die andere Seite der Tür, die wir letzte Folge nicht aufkriegten. So, jetzt. Oh. Ja, hier. Nee, nicht da. Und. Oh. Er hat da ist. Ich bin jetzt ein bisschen hinter da. Dass er nicht gesehen wird. Hier? Ja, irgendwo in der Ecke. So würde ich es machen. Das ist deppert. Nicht deppert. Du willst wieder Erbrinken ihn an. Das verbraucht aber so viel Mana. Oh, ja. Weg mit dem. Geh gleich da in der Ecken. Ja. Dass ich ihn hier nur mehr abwürgen brauche. Jetzt ist sie nicht mehr einer. Weil der ist aufmerksam geworden. Hinter ihrem Beamern und. Ja, aber da war doch gerade noch einer. Wurscht. Ja. Risiko müssen wir schon hergehen. Wegbeamern. Weg. Jetzt würde ich das vorschlagen. Oder auch nicht. Das ist nicht machen, du weißt nicht, wo er hingeht. Ja, vielleicht geht er zu Freunden. Aber bleiben Sie ungesehen, bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Ja, mach ich. Gerne doch. Chill dich hin. Hier war doch gerade was. Ja, hier. So. Ja, was willst du denn? Bringt mir leider nichts, den Scheinwerfer zu zerstören. Geht nicht mal. Okay. Gut, da kann ich nicht lang. Puh, und jetzt? Oh, hier. Der Hals da ist. Okay. Mein Freund, du chillst jetzt mal eine Runde in dem kleinen Innenhof da. Weil hier wird dich doch wohl kein Schwein suchen. Er hat nice. So. Kein Mana-Elixier mehr, Trapper. Schau dir mal um in den Rotblick. Tu ich grad. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Vielleicht überraschen Sie uns beide.
Würde mich nicht überraschen, wenn die gleich hier irgendwo auftauchen. Ich schau gerne mal. Wo ist der andere? Ganz schön, dass du jetzt Reue zeigst, aber solange der eine Typ bei dir ist, wird das wahrscheinlich doch nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn er genau... Moment. Ja, sehe. Ja. Geht schon stiffen. Du den umbringen oder was? Nein, ich würde ihn am liebsten leben lassen. Aber was ist der Auftrag? Stieldauts Schlüssel. Optional Rache des Attentäters. Optional nimm Rache an Daut Auge um Auge, Zahn um Zahn. Optional nicht tödlich, stiehl den Beutel von Dauts Gürtel und verschwinde, ohne ihn zu verletzen. Das machen wir. Das ist so, ne? Wir machen ja mit K.O. Wobei, Moment, ich glaube, na, weißt du was, ich habe nämlich schon gelesen, eines der wenigen Dinge, die ich wirklich einmal im Vorfeld weiß, wenn wir dort einfach so gegenübertreten, kommt es zwar zu einem Kampf, der aber nicht auf Leben und Tod enden muss, wir können uns dann immer noch entscheiden, ihn leben zu lassen. Würde ich also mal sagen, machen wir einfach mal Folgendes. Und jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Halt zurück! Das ist mein Kampf! Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen sie? Für die Männer, die sie vergiftet und zurückgelassen haben. Für ihre tote Kaiserin. Na los, greifen sie richtig an. Ich habe sie getötet. Na, wir sind vom gleichen Schlag, sie und ich. Wir töten für andere. Ich soll der Feind sein? Ich habe sie nie belogen. Hertha, sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie müssen schneller sein, wenn sie mein Blut wollen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Hertha, sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Hertha. Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Halt, flieht jetzt! Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Hertha! Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Ach du Scheiße, Moment. Sie müssen schneller sein, wenn sie mein Blut wollen. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Hertha, sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Du wiederholst dich, mein Freund. Sie müssen schneller sein, wenn sie mein Blut wollen.
Also ich hätte ihn nicht drauf einlassen. Ich hätte ihn von hinten bewusstlos gemacht. Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Ihr habt hier nichts verloren. Geht. So. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Wählen Sie. Wir lassen ihn leben. Oh, sehr gut. Und tschüss. Und Sie wählen Gnade? Außergewöhnlich. Gell? Hab grad meinen guten Tag. Schlüssel holen. Ja. Ziel verschont, Daut. Kaiserin Jessamine Coldwin und das Ende von Black Sally. Also, Moment, das ist zum Scrollen. So. Ein Audiograf. Tunneleingang ist da. Oh, Tunneleingang. Stimmt. Hä? Achso, das ist weiter unten. Ah, Moment, der kann ich sicher an. Gut. Gut, hier ist nichts mehr. Dann schaue ich mich erstmal mit Nachtsicht um. Ja, ich habe doch gewusst, dass hier einiges auf mich wartet. Juwelenkästchen. Münzen. Dauts Tagebuch. Also, wer das lesen will, bitteschön. Der kaiserliche Schutzherr. Der Leuchtturm. Und die Handelskammer von Rajor. Alles zum Durchlesen. So. Und Galvani Verbundgewebe. Die Rüstung verbessert. Ja. So. Ich glaube nämlich, das ist. Sekunde, wir haben so oft Gesundheitselixier verbraucht. Ja, wir haben jetzt noch 6. Gut, dann. Ich glaube, das ist nämlich da, wo wir schon einmal waren. Dort unten nämlich. Ja, er schaut ganz danach aus. Und hier sind noch ein paar Sachen, die habe ich ganz übersehen. Schrankkoffer. Au. Oh, 4 Betäubungsbolzen, sehr schön. Anweisungen von Daut. Das Schlafgift, das Ausschließung für die Führungsziele verwendet werden und auf Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist und wir Leben brauchen, nicht verwenden, um Kollateralverluste zu vermeiden. Hier ist einiges. Ah ja, wir haben jetzt auch das Ding, den Dauts-Schlüssel, das. Verdammt, jetzt müssen wir nochmal zurück. Weil ich weiß nicht, weil wenn da irgendwie so 5000 Münzen oder so auf uns warten, dann würde ich mich absolut in den Arsch beißen. Ja, drüben ist aber nichts mehr gewesen. Doch, in diesem großen Gebäude. Ja, ja, aber das war ja auf der anderen Seite. Das war. Hier.
Hier irgendwo war das. Da. Hier. So. Kaiserlicher Sextant. 150 Münzen. Das ist nicht schlecht, das ist zwar nicht mördsmäßig viel, aber... Und jetzt können wir auch hier das aufmachen. Das ist gut. So, und runter. Tunnel zum Tor. Betritt den Tunnel. In den Tunnel zum Tor gehen. Alles klar. Gut. Ein, zwei Minuten haben wir noch für die Folge. Boah, ich dachte gerade, da steht irgendwer. Da weiß das die ganze. Was ist denn jetzt deine Aufgabe, deine nächste? Benutze den Tunnel unter dem Hauptquartier. Okay. Moment, aber Sekunde, wir haben doch eine Rune. Gut. Drei Runen bräuchten wir noch für Zeit verlangsamen. Und spirituelle Quelle, ich regeneriere schnelleres Mana, okay. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Wo können wir hin? Ja, nice. Wir können zum Dunkel ausgehen. Ja, hier, jetzt Ratchwa-Tor. Alles klar. Ich glaube, wir können hoch. Ja, ich glaube wirklich, wir können hoch. Ratchotor. Ach, hier was. Bist du deppert? Ist das ein Attentäter oder? Keine Ahnung. Ne, schaut aus wie ein Zivilist. Beziehungsweise wie eine Zivilistin eher. So. Gut. Ja gut, hier ist aber gar nichts, außer hier so ein bisschen ein Innenhof. Wo muss ich runter? Ich müsste dorthin, aber ich schaue mich jetzt überall mal um. Ah, okay. Ja. Das ist ein Weiner. Oder jemand, der sich fast gleich in einen Weiner verwandelt. Sekunde. Ah. Zurück, was bist du? Hast du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Alles klar, auf dem... Die Dächer führen an einen Platz oberhalb der Route des Seuchenwagens. Oh, sehr gut. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich? Liebste Alpha, bla bla bla. Mich retten? Oh, schön. Hier nochmal Geister, Tiefe oder Tiere, keine Ahnung. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Halt die Fresse, Alte. Also, das hat die gerade gesagt. Okay. Höher geht's hier wohl nicht. Ah, okay. Oh, eine Rune. Sehr gut. Du schaust dir viel zu wenig über die Runen an. Ah ja, stimmt. Oh, dort hinten auf der Brücke liegt ein Knochenartefakt. Oder dort unten?
Ich glaube fast dort unten. Mhm. Gut. Dann nochmal dort runter. Ja, das hätten wir natürlich... Wo sind wir rausgekommen? Da. Das hätten wir natürlich gleich mitnehmen können. Ja, ich weiß. So, was ist das für ein Artefakt? Gesunder Appetit. Nahrung bringt dir etwas mehr Gesundheit zurück. Okay. Aber das werde ich nicht ausrüsten, oder? Weil ich meine... So viel Probleme mit Gesundheit haben wahrscheinlich nur... Was ist das nochmal dumm? Ja, da Netto, da. Da? Das ist das Schräge, so das Gegenteil. Da, ich mag da drauf, bitte. Oder da drauf. Ich bin so ein Held. Ja. Heute musst du unten bleiben. Okay. Das ist ganz schön beschissen. Aber noch beschissener wird es höchstwahrscheinlich nächste Folge bei Let's Play Dishonored.